Oh, ich bin so krass koordiniert heute, oder? Ich bin so richtig der Koordinierungsmeister hier. So, Haken in die Hand und ruf auf die Insel. Bah! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Raft, meine lieben Freunde. Ich habe einen Plan. Ich habe einen ganz wunderbaren Wohlfeilenplan. Und zwar sieht mein wunderbarer Wohlfeilerplan so aus, dass ich mir mal ein Reservestash zusammenbaue. Und zwar, wenn ich sterbe, ist es ja so im Spiel, dass ich alles verliere quasi. Also, dass ich quasi alles, was in meinem Inventar ist, ist dann weg. Damit das nicht mehr passiert. Oder beziehungsweise damit, wenn das wieder passiert, so rum, ich eine Ausrüstung habe, trotzdem habe ich mir gedacht, wir machen mal. In einer Kiste, oder wir machen mal eine neue Kiste tatsächlich, wo tatsächlich alles drin ist, was ich normalerweise so quasi dabei habe. So, jetzt muss ich erstmal gucken, ich bin schon wieder wahnsinnig, wahnsinnig ultra voll hier. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Also quasi so die Grundausrüstung, ja. So ein Speer zum Beispiel. Und, ja, halt das, was man halt so braucht, ne? Was man halt immer wieder braucht. Wenn man stirbt halt. Waffen, Werkzeug, alles in einer Kiste und vielleicht auch so ein bisschen so eine Grundausstattung noch an Rohstoffen, die man braucht. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Raft reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch gerne in die Playlist rein, die sich rechts oben in der Ecke oder am Ende des Videos entsprechend verlinkt befindet. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo bauen wir das denn hin? Wir bauen das mal hier so hin, würde ich sagen. In die Ecke. Hier ist auch schon, sind auch schon die Foundations. Befestigt. Ihr habt mir auch gesagt, es ist wohl tatsächlich nicht mehr so, dass wenn man jetzt rundum alles panzert, dass dann der Hai irgendwie in der Mitte anfängt zu knabbern. Der Bug sei wohl schon seit längerem gefixt und das sei wohl nicht mehr so ein Problem jetzt. Aber okay. Jetzt gucken wir mal hier genau. Schieb das mal weg. Jetzt gib mir mal die Seile und nimm mal hier das Kunststoffzeugs auch noch rein und die Steine erstmal weg. So, jetzt brauchen wir noch ein Scharnier. Da haben wir ja zum Glück auch welche. Ich lege mal noch die Samen hier von der Ananas. Die legen wir mal noch weg. So, und jetzt stellen wir mal eine Lagerkiste her. Genau, so in die Lagerkiste packen wir jetzt mal gedreht hier hin. Vor die Fackel direkt. Nice. So, und da kommen jetzt Sachen rein, wie zum Beispiel, naja, halt hier Haken. Guck mal, wenn wir einen Bolzen machen, kriegen wir einen Haken auch. Warte mal, gib mir mal hier noch das Erz. Wir müssen noch ein bisschen schmelzen dafür. Was habe ich jetzt weggeschoben? Jetzt habe ich irgendwas weggeschoben. Die Axt habe ich weggeschoben. Das wollte ich nicht. Lalala. Gib mir das mal hier rein. So. Planke platzieren. Metall nehmen. Genau, da machen wir das jetzt nämlich mal. Dann machen wir einen Bolzen. Zack. So, Schrotthaken. Genau. Haben wir einen Haken? Den packen wir gleich mal. Achso, das war ja unten. Lalala, genau, den Haken, den packen wir schon mal jetzt hier rein. So. Da kann ich dann sagen, wo ist der Haken? Ach ja, in der Kiste. Und genau, dann brauchen wir als nächstes wieder eine Axt. Da brauchen wir auch wieder einen Bolzen. Schrott. Schrott haben wir ganz wenig. Das verstehe ich gar nicht. Warum haben wir da nur so wenig? Weil hier noch was drin ist. Genau. Und Eisen müsste ja eigentlich gleich geschmolzen sein nochmal. Hoffe ich. Ich kann mir hier auch mal schnell noch die Planke grabben. Schnell wieder raus, bevor der heimlich grabbt. Stimmt, einen Speer brauchen wir auch noch. Und halt so Sachen wie Planken und Kunststoff halt als Ersatz. Ne? Also, dass wir das halt dann. Also, dass wir es halt ersetzen können, wie gesagt. Dass man halt einfach nicht immer wieder neu anfangen muss. So, jetzt mache ich mir mal noch diese Schalen hier. Genau so. Und dann schnappe ich mir hier gleich nochmal was zu essen. Genau, Gemüsesuppe hatten wir ja gemacht. Genau, lecker. Ich finde das immer so geil, wie er die Schalen einfach mit isst. Das ist wie bei Subnautica, wo sie einfach die Flasche immer mittrinkt, so. Ist schon irgendwie witzig. So, den Rest vom Zeug packen wir mal auch da rein jetzt. Genau, so jetzt haben wir wieder das. Können wir wieder einen Speer machen noch? Einen Speer hatte ich jetzt. Ja, was hatte ich jetzt gemacht? Genau, einen Speer brauche ich. Waffe, Bolzen einmal herrscht. Ah, jetzt habe ich hier noch Metall. Okay, schade. Dann müssen wir da nochmal schmelzen lassen. Planken platzieren. Ich muss aber was trinken wieder. Es ist schon. Ist natürlich jetzt ein bisschen was, was jetzt ein bisschen auf die Zeit schlägt, natürlich. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass wir das jetzt mal so machen.
Weil stellt euch vor, ich sterbe und ich bin dann wieder am Ranten, weil ich mich wieder erstmal eine ganze Folge ausrüsten muss. Und so habe ich das jetzt quasi vorgezogen. Ja. Wobei ich natürlich jetzt auch weiß, dass ich darauf achten muss. Das war jetzt praktisch, dass er da gerade geknabbert hat. Wobei ich jetzt natürlich auch weiß, dass ich da jetzt drauf achten muss, dass ich sonst Sachen verliere. Das wusste ich ja beim ersten Mal auch gar nicht. Das kommt ja auch noch dazu. Beim ersten Mal wusste ich das überhaupt nicht, dass das so ist. Und jetzt weiß ich das aber. So, genau. Können wir denn noch irgendwas machen? Ich stelle noch mal Seile her, würde ich sagen, aus dem Stack, den ich hier jetzt habe. Mal einen ganzen Stack Seile machen, dann kann ich nämlich das Blatt hier noch wegschieben, genau. Die Kerne hier können wir... Ihr habt mir auch gesagt, ich soll mal meine Kisten ein bisschen besser ordnen noch. Ja, ich habe auch schon überlegt, hier neben die Küche einfach eine Kiste zu bauen mit so Utensilien, die ich brauche. Also so, keine Ahnung, mit den Rezepten, beziehungsweise auch mit den Zutaten und so, dass wir das nochmal ein bisschen so mehr so dahin bauen, wo wir es dann auch brauchen quasi. Also nicht so verteilt, nicht so hier so an einer Stelle, sondern dass wir die Kisten, die wir an einer bestimmten Stelle brauchen, die Samen zum Beispiel eher hierhin, wo wir was einpflanzen und so. Das ist, glaube ich, etwas spannender oder etwas sinnvoller, etwas spannender und sinnvoller, genau, als wie wir es jetzt haben. So, jetzt haue ich hier noch das letzte Erz rein. Genau, so, jetzt kann ich den Speer auch herstellen. Nee, kann ich nicht. Mir fehlen jetzt die Planken. Warte mal, hatten wir hier eigentlich schon eine Dings eingepflanzt? Nee, hatten wir noch gar nicht. Warte mal, wir setzen da nochmal eine Mango ein. Dann kann ich dann nämlich auch wieder ernten. So, Wasser. Her damit und wässern. Und genau. Sehr nice. Dann gucken wir mal schnell auf die Insel drauf, ob da noch irgendwie was zum Abernten ist. Ist hier noch was? Vielleicht eine Palme, die man noch umachsen kann? Nee, hier war ich schon fleißig, ne? Hier war ich beim letzten Mal schon sehr, sehr fleißig. Da ist, glaube ich, nichts mehr zu holen. Jetzt wäre vielleicht noch unter Wasser noch was, wo man noch mal gucken kann. Ich schaue einfach mal. Vielleicht hier hinten mal kurz gucken. Okay, nee, hier ist gar nichts. Unter Wasser war ich ja, glaube ich, aber auch schon. Ich glaube, wir können eigentlich hier auch weiterfahren. Ich glaube, hier war gar nicht so viel Spannendes. Hier ist ein bisschen ein Riff, wo es sich mal lohnt zu gucken. Hai scheint auch gerade nicht am Start zu sein. Ich muss mir auch mal die Tauchflasche und das alles wieder neu machen. Da hatte ich ja auch nichts mehr. Ich nehme mal noch ein bisschen Schrott mit. Schrott scheint gerade so ein bisschen das zu sein, woran es mangelt. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Eisen. Gucke mal an. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Schön aufpassen wegen dem Hai. Einige haben gesagt, mach dir doch endlich mal einen Haiköder. Ich weiß ja nicht warum, weil ich meine, ich habe den Hai ja, wie ihr sehen könnt, recht gut im Griff, wenn ich einfach immer ein bisschen Abstand zu meinem Raft halte. Der tigert ja vor allem beim Raft immer rum. Und ich meine, wenn ich jetzt nicht gerade unter meinem Raft irgendwas habe, was ich dringend brauche und abfahren muss, und selbst dann kann ich ja den Speer nehmen, um den Hai in Schach zu halten, so. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt dringend auf diesen Haiköder angewiesen ist, zumal ich ja da eine gewisse Menge an Fisch brauche. Den muss ich mir ja auch erstmal wieder besorgen mit Angeln und so, das dauert. Und in der Zeit bin ich schon 5-mal getaucht und habe 5-mal das Zeug rausgeholt, ja, bevor ich da so einen Haiköder da crafte, jedes Mal. Und dann ist auch wieder die Frage, hält der Haiköder den Hai überhaupt so lange ab, dass es überhaupt interessant ist, den zu machen? Also aus meiner Sicht, also ich würde es jetzt mal stark anzweifeln, dass das wirklich sinnig ist, den zu machen. Ich habe ihn noch nicht gemacht, ja, muss man dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass es so ein wichtiges Item ist, ehrlich gesagt. Jetzt gucken wir mal kurz noch rein. Genau, jetzt habe ich 4-mal Erz noch und ein bisschen Schrott gesammelt. Das ist doch gut. Die Insel war jetzt hier, naja, war jetzt nicht so eine spannende Insel eigentlich. Haben wir schon mal bessere gehabt. Ah, da ist wieder ein Vogel. Können wir ja mal wieder... Aua! Oh, jetzt bin ich dem Hai aber richtig in die Fresse gesprungen. Siehst du, und das, da bringt mir dann auch der Haiköder nichts, wenn ich mich dumm anstelle, ja. Wenn ich mich einfach dumm anstelle, bringt mir das ja nicht. So, jetzt rödeln wir mal hier hoch. Und dann tingeltangeln wir mal gleich. Genau, tingeltangeln wir mal gleich da rüber. Und holen uns mal da das ganze Zeug, was da ist. Wie, in welche Richtung weht... Na, guck mal, der Wind weht sogar in die Richtung. Nicht schlecht. Können wir mal hier die Planken abgreifen. Die haben wir nämlich sonst auch nicht mehr. Nicht mehr ausreichend. Oh, da hinten ist gleich... Da!
Nein, 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 nein. Stop it. Stop it. Okay, jetzt habe ich keine Planken mehr. Muss ich mal schnell abgreifen hier. Planke. Plankenese, jawohl. Hier, schön reparieren. Warte mal, ich will nicht zu der großen Insel direkt. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, würde ich gerne erstmal eher so ein bisschen darüber mehr. Da erstmal ein bisschen Material holen. Bevor wir da jetzt... Alter, das sieht ein bisschen gruselig aus, diese Insel. Darf ich das mal sagen? Ein bisschen minimal gruselig. So, hier haben wir wieder Metall. Hatte ich jetzt den zweiten Speer schon gemacht? Nee, hatte ich noch nicht gemacht, oder? Habe ich den schon reingepackt? Nee, hatte ich noch nicht gemacht. Ja, stimmt, Planken hatten hier fehlt. Ich erinnere mich. Ich habe wieder nur eine. Moment. Hier, Planken. Ein Plank-Chinese. Schnell darüber. Komm, komm, komm. Ich brauche die Planken. Nee, die ist jetzt da zwischendurch, oder was? Ich glaube, ich muss das hier mal wegmachen und da noch so ein Netz hinbauen. Sonst ist das etwas ungünstig. Scheiße. Die ganzen Planken rauschen an mir vorbei. Nein! Mach das Segel wieder runter. Ich brauche da die Kisten da hinten. Ich will auch nicht zu dieser Insel, zu dieser großen. Ich habe da keine Lust jetzt drauf. Ich möchte jetzt erstmal nicht auf große Inseln drauf. Oder warte, wir machen das mal so. Wir fahren mal da lang. Und schippern einfach mal in die Richtung vorbei. Das scheint vom Wind her etwas besser zu passen. Sonst segel ich so hart gegen den Wind gerade. Das ist irgendwie nicht so geil. Lieber dann so. Ah, jemand fast. Nice. Na! Warte, 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 was warte, Banane, Banane, Banane. Nicht reinfallen, nicht reinfallen, kleine Kiste, nicht reinfallen. Kleine niedliche Kiste, bleib bitte da. Boah. Oh Gott, die Marke. Ach, ein Stein, toll. Wegen dem Stein haben wir jetzt so ein Geschiss gemacht. Hervorragend, warte. Hier, ein Stein. Ich brauche noch, was brauche ich denn noch? Ich habe jetzt Planken. Ah, hier sind nur noch Planken, Mensch. Was mache ich denn schon wieder hier für Sachen? Moment. Wo habe ich denn jetzt den Dings wieder hier? Hier. So. Planke. Weg mit den Palmen. Ich brauche den Metallspeer, genau. So, jetzt habe ich den neuen Speer. Den packen wir gleich mal hier rein. Und jetzt brauche ich noch einen Bogen, idealerweise. Machen wir das mal. Ah, da muss ich wieder den Clipper herstellen vorher. Steckt doch das mal. Wisst ihr, was fehlt? Es fehlt so ein Sortierbutton, wie bei Saatis. Wo du einfach dein Inventar mal mit einem Klick sortierst, sodass er vor allem die Stacks, die geteilt sind, ineinander schiebt so. Also dass halt nicht immer alles in Einzelstacks ist oder dasselbe Item in so zwei verschiedenen Stacks ist, die beide eigentlich ausgeglichen werden könnten, so. Wenn ihr versteht. Sondern dass das halt alles sortiert wird halt einfach. Dass sie halt die Stacks zusammengestackt werden. Dass die Items immer in den größtmöglichen Stacks angeordnet werden, so. Weil du musst es immer selber machen. Und manchmal fällt einem das halt auch einfach nicht auf, dass man da was hat. Oder dass da noch besser gestackt werden könnte. Ist hier eigentlich noch Clipper drin? Nee, aber die Algen, warte. Kann ich die noch... Ja, hier genau. So meine ich das nämlich. Seht ihr das? Dass man das halt so zusammensteckt einfach. So, Seetang rein. Und hier machen wir mal noch Erz rein jetzt. Wo war jetzt hier Zeug? Genau, Zeug, Zeug, Zeug. Ich brauche ja eh auch noch mehr Wiese, habt ihr gesagt. Und noch mehr Zaun um die Wiese. Wegen den Tieren, damit die hier auf der Wiese, damit die dann nicht abhauen so. Das ist auch wichtig. Also das heißt, wir können jetzt eh noch nicht zu so einer großen Insel. Es lohnt sich nicht. Ich habe auch noch keinen Netzwerfer wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bewege mich gerade schon wieder nicht. Und das, obwohl ich das Segel in Windrichtung gedreht habe. Also in den Wind. Ja, ich bewege mich irgendwie gerade schon wieder nicht. Ist schon wieder strange alles. Ist schon wieder maximal strange hier. Stranger Things. Friss mal hier den Hai auf. Jetzt muss ich mal gucken. Was wollte ich jetzt machen? Einen Bogen. Bogen! Und dann mach mal hier mit den Steinen, die wir hier drin haben, mach mal gleich noch eine Portion Pfeile. Genau, so. Und jetzt packen wir mal den zweiten Bogen da rein. Und die Pfeile würde ich gerne teilen. Warte mal. So. Wie viel machen wir denn da jetzt rein? Machen wir mal so, dass ich... Nee, du kleines Schweinchen. Ich hab's jetzt nicht gehört. Ich dachte, ich hätte mich verhört, aber offensichtlich nicht. Okay, gut.
Haben wir drin jetzt? 8 hier und 10 in meinem Inventar. Sehr schön. Haben wir jetzt Bogen, Pfeil. Was fehlt noch? Axt brauchen wir noch. Bolzen einmal machen. Axt herstellen. So. Die kommt auch gleich direkt wieder hier rein. So, da haben wir schon mal jetzt noch, brauchen wir auch den Hammer am besten. Genau, da brauche ich noch mal einen Plankenkram. Sehr schön, nice, nice. Ah, jetzt bewege ich mich scheinbar wieder. Sieht gut aus. Da ist wieder eine Insel, warte mal. Da können wir gleich mal hin. Ist nur wieder nur eine kleine jetzt. Es wurde mir auch gesagt, ich soll die Story triggern, weil das irgendwie am Anfang leicht sein soll und ich kriege irgendwie Baupläne. Baupläne sind gerade ehrlich gesagt nicht so meine Sorge. Ich möchte mich schon jetzt auf den nächsten Tod vorbereiten, idealerweise. Das ist eigentlich das, was ich gerade versuche. So, einmal noch hier Hammer machen, genau. Sehr schön. So, und jetzt packen wir einfach mal einen Teil von dem Kunststoff schon mal da rein, damit man dann auch reparieren kann. Und die 4 Planken packen wir da jetzt auch schon mal rein. Genau, damit man da einfach was hat. Und vielleicht auch was zu essen noch. Eine Plasteflasche braucht man noch drin. Damit ich was zum Auffüllen habe. Okay, da muss ich hier noch Glibber verarbeiten. Eine weitere Plasteflasche ist definitiv keine schlechte Idee. Hier Glibber rein, genau. Planken nehmen. Wo sind sie? Wo ist denn jetzt die Insel? Ah, da. Okay, wir fahren genau drauf zu. Sehr gut. Mal trinken. Sehr gut. Dann machen wir mal hier Salzwasser. Wunderbar. Schön ins Röhrchen pullern. Gar kein Zeug mehr hier. Na egal, wir kriegen ja Planken gleich. Hör, warte mal, jetzt fange ich vorbei. Wir sind schon eher da lang. Wenn wir zur Insel wollen, müssen wir schon einen Kurs auf die Insel auch halten. Ah, warte mal, hier ist ja gar nichts drin. Warum habe ich denn da nichts reingemacht? Schon gewundert. Seetang, so. Plasteflasche. Okay, einmal Seetang noch, dann haben wir's. Zeug. Ich schipper schon wieder so vorbei. Was ist denn da los? Komm schon. Was soll denn das hier? Ich will da hin. Ich sehe schon, ich muss wieder ein Ruder machen. Ohne Ruder geht's schon wieder nicht. Er will irgendwie nicht dahin. Weil der Wind komplett aus der anderen Richtung kommt hier. Mist. Na egal. Zeug. Ich brauche noch einmal Glibber, dann kann ich... Ja, sehr gut. Dann machen wir jetzt mal schnell die Flasche. Genau, die kommt jetzt auch da noch rein. Wunderbar. So, jetzt haben wir eigentlich das Wichtigste erstmal, würde ich sagen, oder? Oder habe ich irgendwas vergessen? Wir haben den Haken, wir haben den Speer, wir haben den Pfeil und Bogen, wir haben die Axt und wir haben den Hammer. Wir können eigentlich alles damit machen jetzt. Wir können bauen, wir können reparieren, wir können Material farmen, wir können... Eigentlich können wir alles machen. Ich treibe ab von der Insel, so eine Scheiße. Ja, aber dann sparen wir uns die kleine Insel halt. Ist jetzt egal. Suchen wir uns eine andere. Der Wind will mich offensichtlich nicht dorthin schaffen. Dann vertrauen wir mal dem Wind und sagen mal, wir fahren jetzt einfach mal erstmal woanders hin. Ich brauche eh erstmal jetzt auch Planken und sowas. Lassen wir uns mal hier in den Dreckstrom reintreiben, hier in den Müllstrom. Rein in den Müllstrudel. Neues. So, dann machen wir hier gleich nochmal Verarbeitung, ne? Planke rein. Alles nehmen. Ja, aber Reserveausrüstung, nicht schlecht. So, jetzt würde ich mal sagen, den Rest von dem Zeug investiere ich jetzt mal in Balustraden. Wir hatten hier, glaube ich, auch noch Nägel. Die kann ich mir gleich nochmal rausnehmen. Irgendwo hatten wir hier noch, genau. Die nehme ich mir gleich mal jetzt raus. So, jetzt machen wir mal hier noch Befestigungen. 2 kann ich mir noch leisten, guck mal. Hier schön bei den Kisten, dann kann er da keinen Stress machen. Wunderbar. Und hier ist auch bald rum. Nicht schlecht. Nice, nice. Ja, es wird langsam, meine lieben Freunde. Wie gesagt, ihr habt mir gesagt, der Bug mit dem, wenn alles rundum aus Metall ist, fängt da an in der Mitte zu fressen, den soll es nicht mehr geben. Also ich hoffe mal, dass ihr da jetzt recht habt. Wie gesagt, ich vertraue euch da jetzt, dass das so ist und mache einfach rundum alles dicht.
So, die Kiste hier, die greife ich jetzt mal direkt ab. Das Fass greife ich mal auch direkt ab. Genau, nice. Aber, oh, zwei Geschenke, warte. Mal die zwei Geschenke, machen wir gleich mal auf. Dann habe ich nämlich da kein Stuff im Inventar. Einen Becher habe ich bekommen. Einen Kamin. Oh Gott, krass. Was kann man denn hier alles machen, ey? Ich kann mir voll den Palast aufs Schiff bauen hier. Aufs Floß. Oh, da drüben ist ein anderes Raft. Warte, darf ich hin? Schön den Weg abschneiden. Da gibt es immer spannendes Zeug manchmal. Manchmal. Gib mir das, genau. So, jetzt muss ich mal... Oh, ich bin ja fast am Verhungern. Scheiße, habe ich noch was zu essen? Lalala, ich muss mir mal so eine Gemüsesuppe machen. Hier, warte mal. Gib mir mal die Beete, die rote. Oh, ich habe ja nur noch drei Kartoffeln. Scheiße. Ja, ich habe noch rote Beete, weil ich muss mal Kartoffeln pflanzen. Sehe ich gerade. Sonst habe ich hier ein mittelschweres Problem. Lass mich durch. Bewässern und trinken. Die Wassermelone esse ich jetzt einfach. Oder hatten wir nicht noch? Hatten wir nicht noch für die Gemüse? Für die. Ah, jetzt kommt der wieder. Zu weit. Kleines Schweinchen. Der ist aber auch bald tot wieder, glaube ich. Müsste ich auch bald wieder was kriegen. Hier für die Obstbrühe hatte ich doch auch wieder Zeug. Warte, jetzt. Ah, jetzt muss ich erstmal wieder Zeug weglegen. Jetzt habe ich wieder zu viel im Inventar. Dann kann ich da wieder nichts nehmen. Hier, schieb mal. Ja, genau, wir machen uns dann gleich nochmal so eine Obstbrühe, würde ich sagen. Ah, nein, warte mal. Ich muss die Kartoffeln noch wegtun. Ich muss auch mal schnell hier ein bisschen schwenken. So. Ja, genau, schön drauf zu. Okay, die ist oben. Ach du Scheiße. So, ich mache einfach Segel hoch jetzt gleich. Schon wieder? Hey, nee. Okay, Segel hoch und rauf, 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 rauf. Rauf, rauf, rauf. Nein, wieso? Nehmen. Oh, ein Rezept ist drin. Das war gut. Ah, das ist Früchtekompott. Kann ich das nicht einfach wegschmeißen? Das hatten wir doch eh schon. Sieht ein bisschen gruselig aus, wenn so ein Raft sinkt, wenn ich das mal sagen darf. Schön aufessen, das Geschenk. Sollst hier ins Wasser rein. Genau, weg mit dir. Haben wir alles schon, das Rezept. Genau. Das muss da rein. Das muss da rein. Planke muss dahin. Planke muss dahin. So, jetzt wollte ich Essen machen. Essen machen, Essen machen, Essen machen. Ich wollte Essen kochen. Ich wollte nochmal eine Früchte. Früchtekompott wollte ich machen. Genau. Hier, warte. Zack, zalapp. Wenn das doch alles nur etwas schneller gehen würde, immer hier so. La, la, la. Da eine hin. Und dann da eine hin. Und dann da eine hin. Und was fehlt noch? Eine Melone. Da eine hin. Und dann rein und Planke hin. Sehr schön. Nice. Man muss immer so tingeltangeln hier immer. Hier, warte, so, so, so. Genau, da können wir noch einmal, können wir so noch machen. Oh, da drüben ist eine Insel. Da fahren wir auch gleich drauf zu. Das ist sehr schön. Bitte wer, bitte wo? Stop it! Ja! Ahaha, habt ihr das gesehen? Das war so gut. Gleich rauf aufs Feuer mit dem Ungeheuer. Rauf die Schenkel, nicht schlecht. Man muss sich auch mal was schenkeln hier. Wunderbar, da habe ich doch gleich was zu essen. Sehr schön. Kann ich mir die Federn nicht an den Hut stecken eigentlich? Warte mal hier, das ist jetzt mein Haken hier. Hier, der das Fass will ich haben. Nice. Hat sich gelohnt, ist nämlich eine Rübe drin. War denn das gerade? Habt ihr da die komische Wolke gesehen, die da gerade durchgeschossen? War das der Hai? Okay, mal ganz kurz. Ich muss mal kurz überlegen, was will ich jetzt? Irgendwas wollte ich jetzt, ich hab's vergessen. Ah ja, ich wollte die Federn wegpacken. War da nicht noch ein Stack Federn irgendwo? Grillt mal schneller hier, ihr Dinger. Oh, wir haben drei Bolzen gekriegt, kann das sein? Nicht schlecht. Die hätte ich mal gebraucht, als ich meinen Reservestash hier zusammengebaut habe. Da hätte ich die mal sehr gut gebrauchen können. Jawohl, Planken, nice. Komm schon, wer hat fertig? Ah, die Schenkel sind fertig. Mh, lecker Schenkel. Mh, oh ja, lecker Schenkel. Mh, lecker Schenkel.
Geile Schenkel, meine lieben Freunde, geile Schenkel. Hier können wir, da können wir auch gleich mal axten. Krieg ich auch Planken. Sauber. Was war das? Das war hoffentlich der Baum. So, warte. Gleich noch allen Pflanzen hier. Wasser rauf. Wieder rein mit dem Samen. Dann, was wollte ich noch? Oh, nicht kollidieren mit der Insel. Das wollte ich. Anker runter. Nimm das. Nimm das. Nice. Okay. Hirs Essen ist gar nicht fertig. Nicht durchgekocht hier. Okay, warte, ich brauche die Schalen noch. Zweimal kann ich ja zapfen da. Aber das ist auch fertig hier. Boah, ist alles schon wieder multitatzig. Es ist schon wieder hochgradig multitatzig, was hier abgeht. Ah, das Essen ist fertig. Essen ist fertig. Schale in die Hand. Abzapfen. Rein damit in den Korb. Und Schale in die Hand. Und rein in den Korb. Genau. Nice. So. Und dann nochmal einen Schluck trinken. Und ich kann ja die nächste schon aufs Feuer setzen eigentlich. Dann ist das dann fertig. Dann muss ich da nicht ewig warten. Warte. So. Warum habe ich hier. Warte. So. Ach komm. Mann. Stopp die Scheiße. Gibt's doch alles nicht. So, warte hier jetzt. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei der Wassermelone. So, und jetzt rein damit und noch eine Planke hin. Genau. Oh Mann. So, jetzt hier. Das kommt da rein. Dann das auch da rein, aber nicht da rein, sondern eher hier rein. Und dann das hier, die Barren, und das kommt auch erstmal jetzt hier rein. Der Glibber kommt auch erstmal hier rein. Die Federn sowieso, was machen die überhaupt noch in meinem Inventar? Die habe ich schon längst rausgeschoben. Und dann noch Flasche austrinken, genau, rein damit. Schnell noch die Kartoffeln ernten, in die Kiste packen. Boah, ich bin so krass koordiniert heute, oder? Ich bin so richtig der Koordinierungsmeister hier. So, Haken in die Hand und ruf auf die Insel. Ah! Nein! Wuhu! Okay, nice. Sauber, 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 sauber. Ah, wieder mal eine Dings hier. Eine geile Palme. Axt ist weg! Nice. Alter, ich habe so viele Mangos jetzt. Hier haben wir nochmal eine Mel ohne. Nicht zu verwechseln mit Mel Gibson. Und dann noch hier die Palme wegmachen. Es gibt ordentlich Planken. Jawohl. Da habe ich doch jetzt genug Material für meine geile Konstruktion mit dem. So, kann ich da rüber springen? Famous Last Words? Scheiße, okay. Hat nicht funktioniert. Da habe ich doch jetzt genug Material für meine geile Konstruktion mit dem Beet. Mit der Wiese. Kann ich doch jetzt Zaun drumherum bauen jetzt. Müsste doch genug haben eigentlich. Oder nicht? Ich würde schätzen, ja. Ananas. Noch irgendwas? Noch irgendwas Nasses? Hier, guck mal, hier ist auch noch Zeug. Hier ist auch noch Zeug. Hi. Hi. Wo ist er denn? Sehen gar nicht hier. Da ist er. So, warte. Jetzt wird gebaut. My dear friends, jetzt wird gebaut. Aber erstmal gucken, habe ich noch Zeug für eine Wiese? Hier. Schmutz, warte, ich brauche Schmutz. Schmutz hatte ich noch. Hier. Und warte mal, erstmal die Samen wegpacken. Warum habe ich eigentlich hier so viele Samen? Die müssen doch alle hier rein, in die Kiste. Da rein und da rein und da rein. Irgendwann sind diese Stacks voll und dann werde ich mich ärgern. Warte, hier ist noch einer. Wollen hier keinen unterschlagen. Lalalalalalala, da. Jawohl, jetzt habe ich die vier. Jetzt habe ich die Menge. Die ich brauche. Ich sehe dich da sitzen. Ich sehe dich. Sauber, nice. Jetzt muss ich auch bewässern, ne? Scheiße, ich habe kein Wasser. Moment. Das können wir gleich rausnehmen. Können wir gleich wieder. Ah, ich habe gar keinen Erz. Dann machen wir hier mal Schlotter. Boah, bin ich produktiv. Ich bin so produktiv. Ich bin so maximal produktiv. Ich bin maximal produktiv. Da ist schon wieder Essen fertig. So produktiv bin ich. Scheiße! Was ist das?
Er ist unbesiegbar! Was geht denn? Was geht denn? Was ist denn mit dem nicht richtig? Ich kann die Pfeile aus dem Vogel rausziehen. Der Vogel ist unbesiegbar. Das ist Terminator-Vogel. Ah! Nein! Vogel, 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 Vogel. Au! Okay. Ich hab's. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich hab'n Vogel wieder. Rauf aufs Feuer gleich. Das ist mein Essen. Das wichtigste Essen hier. So, hier jetzt. Nice. Planke rauf und fertig. So, das lässt man mal. Das bleibt ja, glaube ich, da, oder? Das muss ich nicht sofort abzapfen. So, Moment. Was war jetzt? Genau, ich brauche Wasser, um das Ding zu gießen, die Wiese. So, da, da, da. Pflanze, genau. Wasser rauf. Und, ja, Schluck in den Kopf auch. Muss auch sein. So, und jetzt, warte. Ich brauche einen Plankenzaun. Bauen wir mal von der Seite, sieht schöner aus. Wie, ich habe keine Planken mehr. Wo sind die jetzt alle wieder hin? Ist nicht euer. Ich habe doch gerade eben. Gerade eben habe ich doch eine riesige Menge. Achso, ich habe die Felder gebaut, wa? Scheiße, ist wieder alles weg. Ah, Mann. Ich könnte ausrasten. Hier, guck mal, hier haben wir noch Federstacks, wo wir noch Federn reinpacken können. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, hier ist ein Netzwerfer. Ja, stimmt, den hatte ich reingepackt. Genau, ich erinnere mich. Weil ich den nicht mehr mit mir rumtragen wollte. Ach, okay, es ist auch noch Federn, Mensch. Ich lasse jetzt mal die Federn hier. Nee, was wollte ich jetzt? Planken holen, genau. Da sind Planken. Warte, hier sind überall Planken. Wenn ich... Moment, da hinten, das kriege ich das fast. Das kann ich mir mal schnell ranziehen. Siehste? Ja, da ist ja nichts drin gewesen, was Planken angeht. Hier, gib mir mal das. Der Hai ist gerade weit weg. Da hinten sind ganz viele. Komm, warte mal, da ist der Hai ja nicht. Warte, wenn ich jetzt hier an Land gehe, kurz... Dann ist er ja erstmal, dann schwimmt er ja erstmal zum Floß, genau so. Und dann, hier guck mal, hier zum Beispiel, hier können wir dann nämlich schön abgreifen. Sehr nice. Und wenn er sich ein bisschen entfernt hat, können wir dann hier so, von wegen Hai-Abschreckungsmittel und so. Braucht doch keiner. Wie chillig das hier ist. Schön auf dem Ozean raus. Sollte man in der Realität übrigens nicht machen, ist nicht so gesund, habe ich gehört. Wenn man das macht. Kann nämlich durchaus sein, dass man dann so schnell nicht wieder zurückkommt. Wenn man nicht aufpasst. Wie viel Platz habe ich? Ah, Platz habe ich noch genug. Sehr schön. Hier, guck mal, jetzt holen wir uns das Zeug hier. Schön Erz abgreifen. Brauchen wir auch. Wir wollen ja das Floß panzern. Panzerfloß. Oh, hier ist noch mehr. Crazy Man. Crazy Shit Man. So much shit. Much stuff on hand. Wer ist the Hai? How much is the fish? I don't see the Hai. The Hai is gone. Oh, sehr ist the Hai. Let me get back on track. Oh, Planke. Danke für Planke. Jetzt gucken wir mal. Habe ich jetzt Zeug zum Bauen? Ich würde gerne noch die letzten Zäune machen. Das wäre ganz nice. Hey, guck mal, das klappt jetzt. Brauche ich eigentlich ein Tor? Oder ist das egal? Na scheiße, okay. Ein Zaun fehlt noch. Komm, den kriegen wir dann unterwegs. Da müssen wir jetzt, glaube ich, keinen Tamtam drumrum machen, würde ich sagen. Das geht auch so. Da ist keine Planke mehr drin. Ja, ich habe auch keine Planke mehr, genau. Dann mache ich mal jetzt hier einen Anker hoch. Wir machen mal das Segel runter und fahren mal direkt so ein bisschen von der Insel weg wieder. Und machen Anker hoch. Das schnabuliere ich mir hier mal. Mann, hab ich mich erschrocken gerade. So, dann steckt man das da rein, nämlich. Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Vogel? Nein, es ist Superman. Alter! Nein, 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 nein. Ja, er ist tot, Jim. Ausnehmen, ausnehmen, ausnehmen. Essen, ich hab wieder Essen.
Stehen bleiben, Floß, stehen bleiben. Nicht ohne mich abfahren. Ich habe wieder Essen. Meine Nahrung ist erstmal wieder gesichert. Sehr schön. Wunderbar. Ach, hier habe ich auch sogar noch Schenkel, Mensch. Guckt euch das mal an. Ja, da bin ich ja jetzt erstmal ordentlich besorgt, versorgt. Moment. Ganz kurz Kondensation angesagt. Ich muss mal ein bisschen wieder was loswerden hier, was Essen angeht. Guck mal hier, wir haben hier noch Mango. Die kommt da jetzt gleich mal rein. Ich habe einen Haifischkopf, den ich dringend loswerden muss. Was ist denn das hier eigentlich? Fischsuppe. Ein Rezept, das in einem Kochtopf gekocht werden muss. Das muss ich mal gucken, was das genau für ein Rezept ist. Das können wir da nämlich auch noch da ranpinnen, dann würde ich sagen. Wir müssen mal gucken, wie wir das genau machen. So, jetzt brauche ich erstmal wieder Planken, glaube ich. Ja. Planke, Planke, Planke. Ich schaff's irgendwie gerade gekonnt, an den Planken vorbeizufahren wieder. Ist schon wieder lustig. Ist schon wieder maximal lustig hier. Muss mal umsteuern hier, glaube ich. Bisschen mehr so darüber. Nein! Da! Keine Planke mehr übrig. Nichts mehr da. Warum kann man eigentlich die Bananenblätter nicht als Feuerzeug benutzen? Also als Brennstoff. Die müssten doch auch brennen, oder nicht? Normalerweise. Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Das ergibt für mich irgendwie nicht so viel Sinn. Da müssten doch auch ethnische Öle drin sein, die ein bisschen besser kokeln. Warte mal jetzt hier. So. Planke. Braucht das Zeug hier jetzt. Nice. Planken. Guckt euch die Planken an, die ich jetzt bekommen habe. Weil sonst läuft hier die Wirtschaft nicht auf Vordermann. Die Wirtschaft läuft hier nicht sonst. Planke rein. Nice. Plaste. Wird auch hier braucht. Planke. Plankenplaste. Habe ich jetzt genug für das Tor? Scheiße, nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich genug. Jetzt mache ich mal da das Tor fertig. Und der feierlichste Feiermoment steht jetzt an. Holztor. Das ist schon so, dass man das auch zumachen kann, oder? Die gehen aber, das sind aber jetzt keine so Saluntüren, die dann, wenn das Lama gegenläuft, dann einfach aufgehen. Ich habe das jetzt einfach mal so gemacht. Wir haben es geschafft. Nice. Und da hinten habe ich, glaube ich, schon wieder irgendwie eine Insel gesehen, aus dem Augenwinkel, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, werden wir ja gleich sehen. Da, meine lieben Freunde, werden wir demnächst dann Tiere halten an der Stelle. Nicht schlecht. Das brauchst du nicht. Okay, ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Ist für die Ästhetik vielleicht gar nicht so schlecht. Und an der Stelle endet diese Folge Raft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Raft, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Store Spiele kaufen. Für euch wird es dann nicht teurer. Und damit unterstützt ihr mich und meinen Kanal mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis und das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht habt und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.